Marias kleiner Esel und die Flucht nach Ägypten. Ein Hörspiel der Heiligkreuzgemeinde nach dem Buch von Gunhild Seelin. Gelesen von Thomas Siepe. 11. Dezember. Der kleine Esel träumte. Er träumte, er weidete zu Hause in Nazareth auf Marias Wiese. Es war zeitig im Frühling und alles ringsherum blühte, grünte und duftete. Die Vögel sangen und tollten durch die Luft vor lauter Freude. Er hörte weinen und merkte plötzlich, dass die Vögel über Marias Kind jubilierten. Da schlug sein Herz bis zum Hals vor lauter Freude. Nun ist das Kindlein geboren, dachte der Esel im Traum. Auch die Sonne wollte dabei sein und strahlte so hell, so grell in die Augen des Esels, dass er davon erwachte. Ach, nur ein Traum, dachte der Esel enttäuscht. Es war nicht Frühling, schon gar nicht Nazareth, sondern der alte, baufällige Stall in Bethlehem. Aber es roch doch nach Frühlingsblumen und es wurde gesungen und alles leuchtete und strahlte. Der Esel riss seine Augen auf und sah sich um. In einer Ecke im Stall saß Maria und um sie herum im Kreis scharten sich Engel und sangen. Die Engel drängelten sich immer dichter zu ihr hin, ja, sie stießen sich mit den Flügeln. Was wollten sie nur sehen? Den Esel überlief es warm. Da rückte ein Engel so weit zur Seite, dass der Esel durchsehen konnte. Oh, Maria versorgte ein ganz kleines Kindlein. Nun war es also geboren. Josef hatte das Gepäck geöffnet und breitete die feine Wäsche aus, die Maria genäht hatte. Die Engel reichten sie Maria und Maria wickelte das Kind fein und sauber ein. Dann hob sie den Kleinen hoch, damit ihn alle sehen konnten, und reichte ihn Josef. Josef legte ihn auf das Heu in einer Krippe. Gleich stellten sich alle Engel um die Krippe und sangen. Sie sangen herrlich schön, ganz leise. Man konnte sie kaum hören. Josef und der Wirt horchten still und ruhig den Engeln zu, während sie das Kind betrachteten. Da blickte Maria zufällig zum Esel hinüber und merkte, wie er seinen Hals reckte. O Josef, sagte sie, zeig ihn auch unserem kleinen Esel. Josef führte den Esel zur Krippe. Da roch der Esel, dass das Heu wie Frühlingsblumen duftete. Plötzlich war es Nacht im Stall. Alle Engel waren fort. Nur durch einen Spalt im Dach leuchtete der Stern genau auf die Krippe hinunter. Alles andere lag im Dunkeln. Der Esel sah ganz deutlich, wie es rund um das Kind glänzte und strahlte. Josef und der Alte sahen das auch. Der Stern leuchtet so hell, sagte der Alte, dass er dem Kind eine Krone aufsetzt. Nun fange ich an zu verstehen, warum ich träumte, dass ein König hierher kommen würde. Das Kindlein lag mit offenen, großen Augen da. Der Esel musste es ein wenig beschnuppern. Was für feine Wangen es hatte, wie warm und weich sie waren. Es hatte Augen wie ein Engel. Der Alte sagte, Maria, sieh, wie deines Kindleins Augen strahlen, wie helle Sterne. Man könnte glauben, des Himmels Herrlichkeit spiegelte sich darin. Ich frage mich, was ist das nur für ein Kind? Das sollte er bald erfahren. Es klopfte an der Tür. Der Alte ging hinaus und öffnete.
Draußen standen die Hirten, bei denen Josef und Maria letzte Nacht geschlafen hatten. Der Esel erkannte Ruben sofort wieder. »Gibt es hier ein neugeborenes Kind?«, fragte ein Hirte. »Das im Windeln gewickelt in einer Krippe liegt?«, rief eine klare, eifrige Stimme. »Ja«, antwortete der Alte, »kommt herein, aber seid leise.« Die Hirten betraten den Stall, gingen auf Zehenspitzen zur Krippe und fielen davor auf die Knie. Lange verharrten sie regungslos. Rubens Augen strahlten und der alte Großvater trocknete sich die Tränen. Der Esel hörte die Engel draußen singen. Die Hirten erhoben sich zögernd, als ob sie länger gekniet und gebetet hätten. »Wo sind die Eltern des Kindes?«, fragte der Großvater. »Wir haben ihnen etwas Wunderbares zu erzählen.« Als die Hirten Josef und Maria sahen, waren sie sehr erstaunt. »Ihr seid es?«, sagten sie. »Wir erwarteten reiche Menschen, aber Gott weiß es am besten.« Dann begann der alte Hirte: »Wir wachten wie üblich bei unseren Schafen. Die Nacht war überhell vom Schein eines großen Sternes, den niemand jemals gesehen hatte. Plötzlich stand der Engel des Herrn vor uns, und wir fürchteten uns sehr. Der Engel aber sprach: Fürchtet euch nicht, seht, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und im gleichen Augenblick sahen wir am ganzen Himmel singende Engel. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Gleich verschwanden die Engel wieder. Und wir sprachen zueinander: Wir wollen nach Bethlehem gehen und das Kind sehen, von dem der Engel gesprochen hat. Hastig machten wir uns auf den Weg. Aber wie konntet ihr hierher finden? Fragte der Wirt verwundert. Das war nicht schwer, antwortete ein Hirte. Zuerst gingen wir den nächsten Weg nach Bethlehem. Dort sahen wir den Stern über diesem Haus leuchten, alle anderen lagen im Dunkeln. Man sah, wie Gottes Herrlichkeit sich darüber ergoss. »Mein Stall«, sagte der Alte. Dann war es lange still. Die Hirten standen und betrachteten das Kind. Es fiel ihnen schwer, sich zu trennen. »Könnte ich doch bei dir und dem Kindlein bleiben«, seufzte Ruben und streichelte den kleinen Esel. »Nun durfte ich doch erfahren, was das für ein Kind ist«, überlegte der Alte. »Denkt, der Heiland in meinem Stall.« »Der gute Hirte«, sagte Rubens, glücksstrahlend. »Wahrhaftig, Gott hat uns eine große Freude gemacht«, sagte sein Großvater. »Aber nun müssen wir zurück zu unserer Herde. Es ist Zeit, die Tiere auf die Weide zu treiben.« Die Hirten gingen los. Es fing an zu tagen. Der Stern verblasste. Das Kindlein, Maria und Josef schliefen. Aber der Esel stand immer noch vor der Krippe. Josef hatte vergessen, ihn an seinen Platz zurückzuführen. Er stand ganz still und wachte über das Kind. Da besann er sich auf seine Freunde zu Hause in Nazareth. Der Esel wusste, es würde noch ziemlich lange dauern, bis Maria mit ihrem Kind nach Hause reisen konnte. Josef hatte das gestern angedeutet. Zu viele Menschen waren nach Bethlehem zur Schätzung gekommen. Der Esel wünschte sich herzlich, die Tiere zu Hause könnten eine Nachricht über das Kind erhalten. Schade, dachte er. Hier liegt nun das allerlieblichste Kind mit Augen, in denen sich Gottes Herrlichkeit spiegelt, und die Schafe, die Ziegen und ihre Jungen wissen es nicht.
und doch warten alle so geduldig. Wie soll ich nur eine Nachricht schicken? Während der Esel dastand und grübelte, ging die Sonne auf. Die Vögel von Nazareth erwachten in den Bäumen um den Stall und stimmten fröhlich ihr Jubellied an. Einer äugte neugierig durch die Dachluke. Esel, flüsterte er, dürfen wir das Kind sehen? Wir haben heute Nacht die Engel gehört und gesehen, da wussten wir, dass es geboren war. Aber wir wagten nicht, mit den Engeln zu singen. Dürfen wir jetzt hineinkommen? Schon flog ein Spatz durch die Luke. Es war der Kleinste, der so schief hüpfte. Er setzte sich gleich auf den Rand der Krippe. Psst, machte der Esel. Aber als der Vogel das Kind sah, konnte er unmöglich still bleiben. Er gab einen winzigen Piepser von sich. Das war zu viel für die Kameraden draußen. Sie drängten sich durch die Dachluke und bald war der ganze Schwarm im Stall. Sie setzten sich hin, wo sie nur Platz fanden, dicht an der Krippe. Einige setzten sich sogar auf die schlafende Maria und eine ganze Schar auf den Esel. Psst, seid leise, mahnte der Esel. Psst, ihr dürft schauen, aber ihr müsst still sein, damit ihr ihn nicht weckt. Einen Augenblick waren die Vögel tatsächlich mucksmäuschenstill. Als aber der Mutigste unter ihnen es nicht lassen konnte und sich auf des Kindleins Hand setzte, flogen gleich drei andere daher und jagten ihn weg. Seid doch artig, flüsterte der Esel, sonst dürft ihr nicht bleiben. Da machte das Kind mit seinem Händchen eine Bewegung im Schlaf. Das war zu viel für die Vögel. Sie jubelten ihr Lied, oh, wie sie zwitscherten, trillerten und sangen. Maria erwachte und lächelte. Dann erwachte Josef und auch er musste lachen. Der Alte aber erklärte, dass ihn nun nichts mehr in Erstaunen versetzen könnte. Schließlich wachte auch das Kindlein auf. Beschämt und ängstlich, weil sie es geweckt hatten, schwiegen die Vögel. Nur der Mutigste wagte, an die Krippe heranzuflattern und seine Künste zu zeigen. Meine kleinen Vögelchen, sagte Maria, habt Dank für euren Gesang. Nun habt ihr mein Kind gesehen. Wäre es nicht das Beste, ihr fliegt wieder nach Hause? Denn ohne euch ist es bestimmt sehr leer in Nazareth. Da wusste der Esel, wie er Nachricht senden könnte. Liebe Vögel, sagte er, folgt Maria und fliegt nach Hause und erzählt allen, besonders aber den Lämmchen und den kleinen Ziegen, was hier geschehen ist. Wir wollen nur noch ein Wiegenlied für das Kindlein singen, baten die Vögel. Dürfen wir? Und sie sangen so leise, so schön, dass das Kind wieder die Augen schloss und weiter schlief. Dann flogen die Vögel durch die Luke hinaus. Sie zwitscherten zum Abschied und verschwanden nach Nazareth. Was für ein Glück sie haben, dass sie heim dürfen, dachte der Esel. Ich habe auch Heimweh nach Nazareth. Dennoch bin ich glücklicher als alle, denn ich darf bei dem Kind, bei Maria und Josef bleiben und ihr kleiner Esel sein. Thank you.